also unter Dieter Schmidt und auch viele Freunde von mir, die ich ja aufgeführt habe hier in dem Schreiben, waren ja alles Mitglieder im VSA München. Und da war ja auch der Europameister Sepp Krieger oder der Horst Floth, der hat den, oder der Alfred Grohe auf ABBA, GTO 1600, Federhofer und so weiter. Und der Dieter Schmidt Elite, der Benke, Lotus Elan, R26, Willi König, Borgwart. Dieter Schmidt hat das Auto nach seiner Aussage von einem Ingenieur, der bei Lotus Elite, bei Lotus in Jessheim gearbeitet hat, und von dem hat er das Auto gekauft. Also ich habe das Auto vom Dieter Schmidt gekauft, den ich kannte vom VSA München, von der Rennfahrerclub. Und ich wusste, dass der Dieter Schmidt mit dem Auto Rundstrecken, Flugplatzrennen und Bergrennen gefahren ist. Und Dieter Schmidt wollte umsteigen auf BMW. Und wir haben dann das ausgehandelt. Ich habe ihm mein VW Cabriolet in Zahlung hat er genommen und habe von ihm das Auto gekauft. Ich wusste, dass er mit dem Auto also am Flugplatz in Innsbruck gefahren ist, dann in Neubiberg und Wallberg Bergrennen, Sudelfeld Bergrennen und ich glaube auch Auersberg gefahren ist. Die Zulassung, das sieht man ja, ist in dem Kraftfahrzeugschein von 1900 und den habe ich zugelassen am 25. März 1965. Wir haben dann bei mir in der Firma, der Herr Schütz und ich, der Motor wurde bei der Firma Bauer überholt, in Motorenbauer in Weilheim. Das Getriebe bei der Firma Beisbart und Müller in München, das ist Generalvertreter der Firma ZF. Die Bremsen haben wir selbst uns von Gierling die Ersatzteile gekauft, wurden komplett überholt. Also als ich das Auto von Dieter Schmidt gekauft habe, war das Auto original silber und der Innenraum war schwarz. Und wir haben das Auto wieder in der gleichen Farbe lackiert. Ja, ich würde sagen, 5 Jahre restauriert. 5 Jahre bestimmt, bis alles, bis Motor, Getriebe. Das hat er mir erklärt, der Herr Siedler oder so ähnlich heißt er. Er hat gesagt, er hat recherchiert, dass dieser Motor, der hier drinnen ist, eigentlich ein Rennmotor ist. So hat er mir das, der Herr. Ich bin eigentlich, wir haben den Motor laufen lassen, dortmals. Der Motor ist top gelaufen, aber ich glaube, dass der Motor noch nicht, der ist überhaupt nicht eingelaufen. Der hat vielleicht, wenn er viel drauf hat, 5 Stunden Laufzeit. Der ist neu, er ist neu, er ist komplett restauriert und seitdem eben nicht mehr gefahren worden.